Jojo, 4 Siege hintereinander und jetzt die Länderspielpause. Konntest du die Pause ein bisschen nutzen und wenigstens ein bisschen, ihr habt ja trotzdem trainiert, aber kurz abschalten? Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja zwar schon trainiert und auch das Freundschaftsspiel gegen Bremen gehabt, was, denke ich, auch in Ordnung war. Mit einem 3-3 kann man, glaube ich, beim Bundesligisten auch leben. Ja, dann haben wir 3 Tage frei gehabt. Die habe ich dann auch genutzt mit meiner Familie zu Hause in Hannover. Mein Bruder ist auch aus Freiburg vorbeigekommen. Also alle waren da, meine Schwester war auch da. Ja, sprich, die Zeit habe ich gut genutzt. Hättest du bei eurem aktuellen Lauf gerne weitergespielt oder kam die Pause trotzdem ganz gelegen? Ja, das ist immer so ein Abwägen, das denkt man ja manchmal. Ehrlich gesagt hatte ich diesen Gedanken schon, dass wir gerade ganz gut drin sind und dass es gar nicht so schlecht wäre, wenn wir vielleicht jetzt noch ja, 1-2 Spiele mehr hätten, bevor die nächste Länderspielpause ja, wäre. Aber das ist nicht der Fall gewesen und ich meine, wir haben das letzte Mal ja auch, glaube ich, ganz gut gemacht, dass wir die Länderspielpause ganz gut genutzt haben und das hoffe ich, haben wir jetzt natürlich auch gemacht und ja, können vielleicht wieder eine Siegesserie starten. Apropos Lauf, du hast ja gegen Hertha ein Tor gemacht und gegen Nürnberg auch doppelt getroffen. Wie zufrieden bist du mit dir persönlich aktuell? Ja, ich freue mich natürlich auch, dass es für mich so gut läuft. Ich habe ja schon gesagt, dass ich so das Gefühl hatte, ich habe mich auch in den Spielen selber steigern können und ja, dementsprechend ist das natürlich gut, aber ich freue mich natürlich noch mehr, dass es mit der Mannschaft jetzt auch so gut klappt und wir 4 Siege in Folge ja, einfahren konnten und ich hoffe, dass das jetzt auch so weitergeht. Nico, welcome back from international break. Did you enjoy your time? Thank you very much. Yes, I enjoyed. I'm always happy to go with the national team. I'm glad that I had the chance to play, but I'm also happy to be back here and ready for new challenges. New challenges. On Saturday we get down to business in Paderborn. How do you rate them? Yeah, I would say overall they are really difficult to beat away, so they are playing really good at home. It's they are also playing with intensity, I would say. They press, they like to score a goal, to play offensive football, so it's a tough opponent. Last season we won 1-2 there. What can you remember of that game? Yeah, it was one of these games in our streak, 10 games in a row, and yeah, I can remember it was, we played a good game, but also at the end of the game we struggled a little bit, and then at the end we kept this result 2-1, won the game, so we were just very happy. Ja, ich glaube, am Anfang der Saison hatten sie ein bisschen Probleme, in die Saison zu starten. Mittlerweile sind sie aber stabil, haben jetzt auch das letzte Spiel meines Erachtens nach souverän gewonnen, auswärts, und dementsprechend, ja, wird das, glaube ich, ein sehr schwieriges Spiel auswärts dort in Paderborn. Eine gute Mannschaft, individuell vor allen Dingen auch gut besetzt. Ja, da wird uns wieder alles abverlangt und darauf bereiten wir uns vor. So what kind of game do you expect this time? I expect good game, and first of all, I expect us to match the level what we showed in the last games, and to match intensity, to be aggressive, to stand good on the pitch, to play good defensively against the ball, and all these things combined, and I hope then we will have a good game. Ja, es könnte tatsächlich sehr ähnlich werden, also auch wieder ein sehr knappes Spiel. Auf beiden Seiten gewisse Offensivpower, aber auch stabil hinten. Also ja, wie gesagt, ich erwarte ein sehr knappes Spiel, und gerade dadurch, dass es auch noch auswärts ist, wird es, glaube ich, für uns ja, kein leichtes Spiel. Alles klar, viel Erfolg.